diese Migration ist geplant. Auch wenn das kein Medium draußen erzählt und wenn es kein Politiker laut sagt. Wie anders ist es zu erklären, dass 2015 in binnen kürzester Zeit sich hunderttausende Menschen auf den Weg gemacht haben. Die UN hat passend zur Choreografie das Geld vor Ort für die Staaten um die Hälfte reduziert und man hat allen Menschen gesagt, Milch und Honig fließt in Europa und die Grenzen machen sowieso auf. Was stimmt ist, die Grenzen sind aufgemacht worden. Denn wie diese Zehntausenden, Hunderttausenden Menschen dann in Ungarn angekommen sind, haben Österreicher mitgeholfen, diese Migrationsflut weiter nach Zentraleuropa zu treiben. Insbesondere der damalige ÖBB-Chef, der heutige Bundeskanzler Kern, hat ohne Passkontrolle, ohne Kontrolle, wer da überhaupt reinkommt, einfach Zehntausende Menschen in binnen kürzester Zeit durch Österreich und nach Deutschland geschleust. Die ganze Geschichte ist geplant. Nicht anders ist zu erklären, wieso solche Vorgänge so reibungslos ablaufen. Wenn Österreich ernsthaft Interesse gehabt hätte, seine Grenzen zu schützen und seine Staatssouveränität aufrechtzuerhalten, hätte man nicht drei Alibi-Polizisten an die Grenze gestellt, wo hunderte Migranten auf sie zukommen. Nein, man hätte anständig zugemacht, so wie der Orban das gemacht hat, und hätte gesagt, liebe Freunde, ihr kommt da rein, aber ihr müsst euch ausweisen und des Weiteren ist das kein Staat, wo jeder machen kann, was er will. Nur das, was wir kommuniziert haben, ist das Gegenteil. Sie können machen, was sie wollen und es geschieht keine Konsequenz ihnen gegenüber. Und dann braucht man sich nicht wundern, dass die Migranten sich ja so aufführen bei uns. Das alles ist geplant und gewollt. Die Frage ist, warum und von wem? Diese geplante Migration hat ganz schwerwiegende Auswirkungen auf Europa, auf Österreich und auf Kärnten. Wenn man sich anschaut, was im Bereich der Sicherheit passiert ist, da braucht man gar nicht an Köln denken. Man kann an Salzburg denken, an Innsbruck, an Graz, an Wien und auch an Klagenfurt. Wo nicht nur zu Silvester, sondern auch sonst über den Laufe des Jahres Dinge passieren, die es vorher in der Form nicht gegeben hat. Die Sicherheit und die öffentliche Ordnung ist dank dieser Massenmigration langfristig in Gefahr. Man hat gesagt, die Menschen, die da herkommen, sind alles Facharbeiter. Die werden unser Land nach vorne bringen. Das waren die Zeitungsmeldungen am Anfang dieser geplanten Migration. Jetzt erkennt man, viele davon können weder lesen noch schreiben. Viele davon kennen kein Englisch. Viele davon haben keine Ausbildung, auch arbeitstechnisch nicht. Und viele davon haben gar nicht den Willen, 8 Stunden am Tag arbeiten zu wollen. Das ist die Realität. Schauen wir uns an, welche Auswirkungen das auf die Schulen hat. Es gibt mehrere Klassen in Österreich, wo kein einziger Österreicher mehr drin sitzt. Wo 80% Migranten in den Klassen sitzen und die Österreicher selbst nicht nur in der Minderheit sein, sondern leider auch zu spüren bekommen, dass sie in der Minderheit sein, im eigenen Land. Das sind die Auswirkungen der Migration heute. Was sind die Auswirkungen der Migration in 5 Jahren? Die EU ist das goldene Kalb unserer Eliten. Was sie nicht alles versprochen haben, was durch den Beitritt bei der EU alles besser wird. Wir verlieren nichts, wir verlieren weder den Schilling, noch verlieren wir die Neutralität. Man hat gesagt, bevor es zu einer neuen Währung kommt, gibt es darüber eine Volksabstimmung. All das ist gelogen. Es hat keine Volksabstimmung gegeben, wie der Schilling weggegangen ist und der Euro gekommen ist. Und die Neutralität, die gibt es auch nicht mehr. Wir brauchen uns nur anschauen,
wie die Mieten steigen, 4% rund, während gleichzeitig bei Mindestpensionisten eine Pensionssteigerung von 0,8% da ist. Die Neutralität ist de facto nicht mehr vorhanden, insofern, dass Österreich in einem Wirtschaftskrieg mit Russland ist. Bestimmt ist dieser Wirtschaftskrieg geworden von Washington aus, wo wir uns gesagt haben, wir machen jetzt Sanktionen gegen Russland und ihr, liebe EU, müsst mitziehen. Das heißt, weder der Schilling noch die Neutralität sind mehr vorhanden. Und wenn man verstehen will, warum das alles so ist, muss man ein bisschen in die Geschichte schauen, denn die Vereinigung, dieses sogenannte europäische Projekt, war und ist ein Projekt der USA, gesponsert im Anfang von den USA. Und wenn man sich jetzt anschaut, welche Interessen die sogenannte Europäische Union erfüllt, sind es nicht die Interessen der europäischen Völker oder der europäischen Staaten. Es sind die Interessen der USA im Bereich TTIP, im Bereich CETA, im Bereich, was Russland und geostrategische politische Merkmale angeht. Die EU ist kein Friedensprojekt. Es ist ein Wirtschaftsprojekt. Und es ist kein Wirtschaftsprojekt für Europa. Es ist ein Wirtschaftsprojekt für die USA. Das ist die Realität. Alles andere ist Propaganda.